Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Seherinnen und Seher von HT1, ich darf Sie ganz herzlich zum Jahresgespräch begrüßen. Heute sind wir zu Gast bei Herrn Landesrat Elmar Botkoschek. Herr Landesrat, schön, dass wir hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Die erste Frage, das Ehrenamt, das sind ja die Utensilien der Feuerwehr hinten aufgebahrt, war in den letzten Monaten auch im Landtag ein großes Thema. Sie als zuständiger Landesrat für Feuerwesen und Katastrophenschutz, wie stehen Sie zum Ehrenamt? Wie sehr liegt Ihnen das am Herzen? Ja, das ist nicht nur in den letzten Wochen und Monaten ein Thema, sondern es ist für mich in Oberösterreich immer ein Thema und wir können uns glücklich schätzen, dass wir gerade in Oberösterreich ein System haben, in dem das Ehrenamt ganz hoch geschätzt wird und gerade im Feuerwehrwesen kann man sagen, das kann nur mit dem Ehrenamt funktionieren und ich sehe vor allem meine Aufgabe darin, dass man alle Weichen stellt für die Zukunft, dass das so weiterhin erhalten bleibt. Der Sommer heuer war geprägt von vielen, vielen Sonnenstunden, was in einigen Regionen zu erhöhter Trockenheit geführt hat. Müssen sich die Bürgerinnen und Bürger Oberösterreichs Sorgen um das Wasser machen? Gibt es einen Wassermangel? Nein, im Großen und Ganzen nicht. Natürlich, wir hatten einen sehr trockenen Sommer und es sind auch die Grundwasserspiegel teilweise gesunken. So wie es derzeit ausschaut, wird auch über den Winter wieder der Speicher aufgefüllt werden, aber wir haben doch feststellen dürfen, dass der eine oder andere private Brunnen trocken gefallen ist, weil es einfach zu wenig tief gebohrt wurde und da scheint es durchaus einen Nachholbedarf zu geben. Deshalb habe ich auch eine Initiative gestartet, dass man Gemeinschaftsanlagen fördert, dass mehrere Liegenschaften sich zusammenschließen, einen ordentlichen Brunnen bohren und dann eine ordentliche Wasserversorgung sicherstellen. Also wir hoffen alle auf einen niederschlagsreichen Winter, möglichst in Form von Schnee. Thema Jugendschutz und Ausgezeiten, Herr Landesrat, Oberösterreich ist ja bei den Ausgezeiten bei seiner bisherigen Regelung geblieben. Was waren die Beweggründe dafür? Naja, ich bin halt der Einzige, der fürs Jugendschutzgesetz zuständig ist und meiner Partei halt angehört. Und wir haben eigentlich schon frühzeitig gesagt, dass eine Ausweitung der Ausgezeiten das falsche Signal in Richtung Eltern ist. Die öffentliche Hand hat eine gewisse Vorbildwirkung einzunehmen. Und ich glaube, es ist nicht richtig, wenn wir sagen, ein 14-Jähriger darf ohne Begleitung bis 1 Uhr in der Früh alleine unterwegs sein. Und es ist selbst 12 Uhr, so wie es derzeit geregelt ist, ausreichend. Und ich glaube auch, dass die öffentliche Hand diese Vorbildwirkung einnehmen soll. Und es soll auch eine Unterstützung für die Erziehungsberechtigten und die Eltern sein. Und es tut mir persönlich leid, dass wir da uns den anderen Jugendreferenten nicht angepasst haben. Alles andere haben wir ja durchgeführt, aber in diesem Falle war mir eigentlich das zu großzügig und wir werden in ein paar Jahren sehen, ob wir in Oberösterreich vielleicht dann auch recht behalten. Die Lage auch, die ist derzeit nicht danach, dass man sagen kann, dass die Sicherheit gerade in den Nachtstunden für Jugendliche besser geworden ist. Herr Landesrat, was haben Sie sich denn beruflich vorgenommen für 2019? Was sind denn die Themen, die Ihnen vorschweben in Ihrem Ressort im kommenden Jahr? Ja, ich habe ein sehr umfangreiches Ressort und die Bandbreite ist wirklich äußerst groß. Aber in erster Linie möchte ich alle Vorhaben, die wir jetzt einmal gestartet haben, weiter fortsetzen. Gerade im Hochwasserschutz ist es für mich wichtig, dass wir aus der Planungsphase hinauskommen und zum Teil auch das eine oder andere Hochwasserschutzprojekt zur Umsetzung bringen. Wir wissen nie, wann das nächste Hochwasser kommt. Wir hatten letzten Sommer Trockenheit. Wer weiß, was nächstes Jahr auf uns zukommen kann. Aber für mich ist es vor allem wichtig, dass wir die Bevölkerung schützen. Und das sehe ich als meine größte Aufgabe und wichtigste Aufgabe für die nächste Zeit. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wie haben Sie die Weihnachtsfeiertage verbracht? Beziehungsweise was sind Ihre ganz persönlichen Vorsätze für 2019? Naja, die Weihnachtsfeiertage, die habe ich in erster Linie zu Hause bei der Familie verbracht. Ich habe letztes Jahr 2 Enkelkinder bekommen und das habe ich ausgenutzt, dass ich mit den Kindern ausreichend mich beschäftige. Ja, persönliche Vorsätze sind eigentlich relativ hintangestellt, weil mich mein Beruf derartig in Anspruch nimmt, dass ich nicht sagen kann, ich will jetzt großartige Projekte privat angreifen. Das Einzige, was ich mir vornehme, dass ich nach wie vor schaue, dass ich halbwegs gesund lebe.
und dass ich ein bisschen wieder mehr Sport betreibe, weil das hat jetzt derzeit eher eine untergeordnete Rolle gespielt und in der Vergangenheit bin ich immer sehr gern gelaufen und das möchte wieder ein bisschen mehr aktivieren. Herr Landesrat, ich bedanke mich im Namen von HT1 ganz herzlich für das Gespräch hier bei Ihnen und wünsche Ihnen für alle persönlichen Vorsätze und beruflichen natürlich auch alles nur eigentlich Gute im Jahr 2019. Vielen Dank. Danke, das wünsche ich ebenfalls an allen Seherinnen und Sehern von HT1.